Ja, wir haben ein intensives Spiel erwartet, was wir nicht eingeplant haben, dass wir so früh, so leicht ein Gegentor kassieren. Das hat es natürlich umso mehr uns erschwert, in den Rhythmus in das Spiel reinzukommen. Takie jakie oczekiwaliśmy, bardzo intensywne, ale nie oczekiwaliśmy tego, że tak łatwo na początku meczu stracimy gola i że tak trudno będzie nam przez to złapać rytm. Ja, wir haben uns aber in dieses Spiel reingekämpft und sehr schön Konter gefahren, den Ausgleich dafür erzielt. Und es war ein intensives Spiel in der ersten Halbzeit, ein offener Schlagabtausch. Wir haben ein paar Situationen weniger gut gelöst, ein paar Situationen gut gelöst, ein paar Situationen müssen wir deutlich besser lösen. Tak jak mówię, był to intensywny mecz. Z bardzo ładnej kontry strzeliliśmy wyrównującą bramkę. Pierwsza połowa była intensywna, była bardzo otwarta wymiana ciosów. Niektóre sytuacje rozwiązaliśmy bardzo dobrze. Innych sytuacji nie udało nam się tak dobrze rozwiązać. Ja, zweite Halbzeit, ähnlich in der ersten Halbzeit, ein absolut vermeidbarer Gegentreffer. Davor hatten wir noch eine Riesenchance durch Kuchi zum 2:1. Druga połowa, podobnie bardzo, bardzo zbędna bramka na 1:2. Jeszcze chwilę wcześniej mieliśmy przez Kucharczyka szansę na 2:1. Natürlich hat Wiesla Krakow Qualität und wir mussten wirklich aufpassen, dass wir nicht ein drittes Gegentor kassieren. Aber ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, so wie sie sich dann dagegen gestemmt haben, so wie sie nach vorne gespielt haben, alles auf eine Karte gesetzt haben und dann letztendlich buchstäblich in der letzten Sekunde den Ausgleichstreffer erzielt. Das macht mich stolz und ein großes Kompliment an das Team. Na pewno chciałbym mojej drużynie zrobić olbrzymi komplement. Wisła ma dużą jakość, Wisła pokazała dzisiaj dobry mecz, a my do końca walczyliśmy, do końca wierzyliśmy i naprawdę ta bramka dosłownie strzelona w ostatniej sekundzie była bardzo ważna i za to chciałbym mojej drużynie zrobić duży komplement. Man kann sicherlich heute unserem Team nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht haben und nicht alles in die Waagschale geworfen haben, sodass dieser Punkt absolut verdient ist. Na pewno nie można zarzucić dzisiaj naszej drużynie, że nie dała z siebie wszystko, że nie pokazali wszystkiego i dlatego nawet ze względu na to ten punkt jest bardzo zasłużony. Es ist mit Sicherheit nicht das Ergebnis, das wir erspielen wollten und erzielen wollten, aber wir nehmen diese Punkte mit, schauen nach vorne, müssen jetzt diese Woche entsprechend arbeiten und uns wieder auf den nächsten Gegner konzentrieren. Na pewno nie jest to wynik, który chcieliśmy osiągnąć przed meczem, ale wiadomo, że bierzemy ten punkt, patrzymy do przodu, musimy się przygotować na następne spotkanie i z takim nastrojem będziemy teraz pracować. Ja, mit dem Wissen, dass wir noch viel Leistungsreserven haben, noch viel Potenzial haben, dass wir noch nicht abgerufen haben, mit diesem Wissen gehen wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und ich bin zuversichtlich, wir werden auch wieder hinkommen, zu Null zu spielen, noch ein Tick besser zu spielen und natürlich auch entsprechende Resultate dann zu erzielen. Na pewno też z wiedzą, że jeszcze mamy duże rezerwy, że jesteśmy w stanie grać lepiej i że jesteśmy w stanie, jak będziemy grać lepiej, osiągnąć lepsze wyniki. Z tą wiedzą ruszamy w następny tydzień.